Hallo, meine lieben Freunde, da bin ich schon wieder. Ja, wisst ihr, was jetzt ganz toll ist? Moment, ich muss mal kurz das Bild hier ein bisschen verschieben. Erst einmal gebe ich euch noch wieder ein bisschen Musik. Weil, sage ich euch gleich. Achso, ich muss aber wieder sagen, dass ich wieder da bin, ne? Wäre vielleicht ganz nett. So, um Legend of Grimrock spielen zu können, muss ich mich ja bei Steam einloggen. Und was ist in letzter Zeit passiert? Neue Datenschutzrichtlinien gesetzt, Dingsbumskirchen. Ich muss mich einmal neu einloggen bei Steam. Und meint ihr, ich weiß jetzt noch mein Passwort? Nee. So, jetzt muss ich erstmal damit Zeit verbringen, mein Passwort bei Steam zu finden. Ganz, ganz geil. Ah, scheiße, ey. Wieso geht jetzt mein rechter Lautsprecher hier an? Das ist geile Mucke, aber die will ich jetzt nicht. Ups. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, dass ich mein Passwort rauskriege für Legend of Grimrock. Also, einen Moment. Was gibt's denn noch? Das kenne ich noch. Das ist es nicht. Scheiße. Das kann auch nicht wahr sein. Oh, ich habe mein Passwort gefunden. Ja, ich habe mein Passwort gefunden. So, Moment. Geht gleich los. Jetzt habt ihr wahrscheinlich Doppelton. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Na toll, Werbung. Wo ist denn PC? Da ist Zocken PC. Da wechsle ich jetzt hin. Ah, wir sehen was. Sehr gut. Okay, Moment. Ich mache mal eben bisschen lauter. So. Und gehe auf Load Game. So, ich nehme mal den Autosave-Punkt. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt waren. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ach, so geschnitten. Okay. Mal gucken hier so. Ich habe mich hier vor teleportiert. Hat das einen Grund? Ja, ne, bestimmt. Ist das nicht die Karte hier normalerweise? Nein, das ist nicht die Karte. Wo ist denn die Karte? War die auf M? Hier war doch die Karte. Doch. Achso, ich war gar nicht im Spiel drin. Sehr schön. Gut, Moment. Ich bin jetzt da. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt gedacht? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ah nee, ich muss hier runter, ne? Ich glaube, ich hatte dieses Level noch komplett abgefrühstückt. Wie genau, wir hatten letztes Mal Torums Eingeweide noch weggebremen. Ich habe hier gespeichert und in die Richtung geguckt, damit ich hier die Treppe jetzt runtergehe, glaube ich. Genau. Also. Den kann ich, glaube ich, da liegen lassen. Den Bogen brauche ich auch nicht. Ja. Wir müssen jetzt praktisch hier runter. Ich glaube, das war so. Ich hoffe, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, da muss ich mal kurz gucken. Oh, das ist gut. Die Zauber sind noch eingetragen. So, Feuerball. Nee, Gift und Eis ist das, glaube ich. So. Okay. Zwei sendete Gesellen. Guten Hunger, Ina. Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Nachricht. So, this level is sealed. Aha. Hier gibt's nichts? Ernsthaft? Wollen wir kurz gucken. Aha. Vielleicht komme ich da aber durch einen anderen Gang wieder hoch. Das einzig Sinnvolle, was mir gerade einfällt. Oder gibt es hier noch irgendwo einen Schalter, den ich jetzt nicht entdeckt habe? Nö. Ja gut, dann ist das halt. Dann gehen wir halt einen tiefer, ne? Ui! The Prison. Das ist jetzt aber schon dicht am Ende. Also das ist die letzte Tapete, die es gibt. Prison. Schlüssel? Haben wir einen Schlüssel? Warte mal. Ja.
Oh, eine Cutscene. Ich höre irgendwie gar nichts. Habe ich zu leise gedreht? Nee, ich. Doch, ich habe zu leise gedreht, ne? Ja. Ich wollte ja ein bisschen was hören, so. Alex, kennst du die Serie Prison Break? Nee, ja, ich nahm, aber ich habe es nie geguckt. I don't have to wait for you to be asleep anymore. A long time ago, they closed the portal by breaking the mechanism. Blah, blah, blah. It is here nearby, find it. Ja, es dauert nicht mehr lange, dann sind wir tatsächlich beim großen Boss. Das ist sogar schon das letzte Level, ne? Ich hab's wieder gemacht. Na komm, richtig. Vermisst? Vermisst, ja. So, mein kleiner Goromorg, was ist mit dir? Zumindest nimmst du jetzt schon mal Schaden. Das freut mich sehr. Fuck! Ja, das war doof. Detlef Kümmel gained a level. Wenn das nicht mal toll ist. So. Da hinten ist schon der nächste. Kann ich jetzt überhaupt Zeit dafür? Armor, was kannst du denn da noch kriegen? Evasion, Access. Da kriegt er mehr Gesundheit, wenn ich da viel raufhau. Ja, komm, machen wir einfach mal, ne? Zack. Gut, rasten will ich hier, glaube ich, lieber nicht. Wir müssen jetzt nach und nach... Oh, da hinten sind die großen Riesen. Scheiße. Hier gab es aber noch was zu tun, auf jeden Fall. So, das könnte ja tatsächlich dann sein, dass wir heute das Spiel beenden. The seals of the gates will burst open if stuck as a prisoner and broke. Ja, das wissen wir ja schon. Also ich weiß es. Da kann ich... Ja, ich kann ja überall runterfallen. Da ist nämlich der Keller noch unten. Und bei dem ist es auch noch interessant. Da gibt es noch ein bisschen was zu erledigen. So ist es nicht. Ah, ich muss ja noch Schlüssel finden. Ah, die sind gar nicht mal so... Die sind gefährliche Typen, glaube ich. Ich speichere mal... War das F5? Ja. So, ich probiere mal was. Ah, da kommt schon der einer. Warte mal. Halt. Kannst du mal herkommen? Na, komm mal her. Versuch dich mal zu killen. Ah, er nimmt Schaden. Okay. Ja. Brav. Wo willst du hin? Selbst die! Die gehen mittlerweile echt leicht zu töten. Das ist echt gut. So. Ich speichere nochmal ab. Ich versuche mal, den anzuschießen. Ich glaube, der reagiert... es reagiert darauf. Mal gucken. Au! Wo war denn das noch? Ja, ich glaube, der hält ganz schön was aus. Critical mit dem Messer.
Und ich habe natürlich jetzt hier nirgends ein Dings gefunden, ein Kristall. Komm her. Auch kann ein bisschen dauern. Also gegen... immun sind sie nicht gegen Zauber, aber es dauert. Ja. Wieso habe ich eigentlich meine Messer nicht mehr dabei? So nebenbei. Es ist jetzt doof, dass Wendela nicht mehr da ist. Oh, das war ein super Teil. Komm her. Weg ist er. Sehr schön, das sind meine Messer wieder. So, ich will mal eben kurz was gucken. Oh, fuck. Wenn ich jetzt in der Traumsequenz angegriffen werde, ne? They destroyed the mechanism. They took it apart to keep the portal closed. Aha. But it can still be mended, I know how. I reopen the portal you need to find the missing parts. There are 4 parts missing. Go. So, ich muss jetzt ganz schnell hier weg. Ach du Scheiße, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Das ist nicht gut. Ja, jetzt kommen sie alle. Ich speichere... Oh, musst du mehr. Ich hätte das nicht speichern dürfen. Habe ich auch nicht, fällt mir gerade ein. Ich will Wendela wieder haben. Ich muss gleich mal... Darf ich überhaupt zurück? Nee, ich darf... Darf ich zurück? Bin mir nicht sicher. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich zurück kann. Ich kann zurück? Ja, ich kann zurück. Ich muss mal eben Wendela zurückholen. Das geht ja sonst nicht hier, ne? Was meinst du mit, was? Trink für mich mit? Das heißt doch nur, dass man, ja, wie? Kennst du den Spruch nicht? Trink für mich mit, oder wie? Ich verstehe die Frage jetzt gerade nicht. Wenn jemand was Leckeres trinkt und man sagt, oh, hätte ich jetzt auch gern drin, trink für mich mit. Also, oder was, hä? Vielleicht war das auch gar nicht an mich gerichtet. So. Ich werde einmal speichern. Ja, es könnte echt dem Finale jetzt entgegengehen. Vielleicht schaffen wir ja Legend of Runeterra heute. Oh Gott, das ist ganz schlecht. Okay. Ganz geil. Ganz toll. Ich gehe jetzt zurück und raste nochmal eine Runde. Ganz geil. Da muss ich wahrscheinlich was essen. Aber wenigstens kann ich hier in Ruhe rasten, ohne dass ich angegriffen werde. Alle gehen sie. Verdächtig. 13 Leute noch da. Eieiei. Gucken die jetzt alle Fußball oder was? Naja. Ist ja nicht so schlimm. Okay, ich raste mal. So. Ja, dann haut rein, Leute. Kolmar Schulte Golds gained a level. Oh Gott. Das sieht sehr, sehr geil aus. Sehr geiles Bild, Schatz. Finde ich super. So, wenn er da isst mal was. Und Heide ist auch eine Kleinigkeit, würde ich sagen. Hier. Also einen Schatz können wir, glaube ich, sogar noch finden. Es gibt ja 7. Ich habe aber erst 3, also deswegen holen wir die 100% auf jeden Fall nicht. Muss ich nicht runter? Ich muss doch runter. So. Gut. Nein, ich bin da. Mach der Turnübungen. Ach, du machst Turnübungen. Ah, okay. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. So. Komm mal her. Ich dachte, du läufst hier mal hin.
Sehr gut. Er kommt. Ich hoffe nur, dass ich die alle einzeln kriege. Noch geht's. Das dürfte mich auch 4 Stück sein. Auf jeder Seite hockt einer von denen. Oh, die steckt natürlich ordentlich was ein. Das sind auch eigentlich die stärksten Gegner im Spiel. Und es gibt da 4 Stück von und mehr nicht. Das war ein Critical Hit. Sehr gut. Wendler zieht mal gar nichts mehr ab. Geil. Jo, da schreien Kinder draußen. Super. Vielleicht sollte ich Wendler andere Waffen geben. Zieht ja gar nichts mehr ab. Also die beiden Nahkämpfer ziehen echt am besten ab hier gerade. Ich glaube, ich kann Wendler da echt was anderes in die Hand geben. Das bringt da gar nichts. Oh, oh, oh. Nö. Gut. So, der ist auch hinüber. Das speichern wir ab. Habe ich da noch was anderes für Wendela? Oder habe ich nur noch diese... Frost Arrow? Ja, diese Shuriken-Dinger. Aber die sind ja noch, beschissener, ne? Hattest du noch was? Hat einer von euch noch Wurfwaffen? Ne. Ja, den Penner da. Den wollen wir doch jetzt treffen. Komm mal her. Oh, fuck! Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Ja, hier gibt es auch noch einiges an Geheimgängen. Ja, ja. Ich wollte doch gar nicht runterfallen. Ich weiß, hier ist noch eine ganze Menge zu tun hier unten. Ich glaube, es ist ein Tor gefallen. Oder Halbzeit oder halt irgendwas. Ja, hier gibt... Also wir müssen hier mehrere Sachen finden. Was habe ich jetzt da geöffnet? Da ist noch ein Fackel. Ach, hi. Arschloch. Piss dich. Habe ich noch ein Antidot? Nee, ne? Ach, der erholt sich schon wieder, ne? Ja, Detlef, der ist ja hart im Nehmen. Da haben wir doch was gefunden. Warte mal, ich kann ja auch mal das Zaubergedöns nehmen. Oh! Ich habe noch ein Secret gefunden. Ja, wie viel ist denn das jetzt? Das weiß keine Sau, ne? Secret, weiß ich nicht. 50? Wo sind wir? Ich muss mal eben gucken. So, das kann ich ja hier nachgucken. Statistiken. 58 ist das. Ich habe doch einiges vergessen, ne? Ich habe einiges vergessen. Ach. Geh weg. Das entfernen wir eben da. Secret 58. Okay. So, was bringt uns dieses schöne Geheimnis? Was zu essen? Oh, Fleisch. Jetzt ist Detlef auch noch überladen. Komm, hau weg das Ding. Feuerbomben. Dann ist Wendela überladen. Ich krieg die Krise. Ich pass mal auf. Wendela, mach du mal. Wo? Das ist jetzt auch noch so schwer für dich. So. Einer kann's noch, ne? Ach so. So. So, dann müsste jetzt Wendela genug Kraft haben,
Ja, hat sie auch. Gut. Irrwa! Kommt das Kackviech denn her? So, dann haben wir das erledigt. Also der Sinn dieses Kellers hier unten ist tatsächlich, dass man diese man muss vier Zahnräder finden. Ich glaube, es sind wirklich vier Zahnräder. Aber es geht jetzt gerade um meine Schulter. Es geht eigentlich gerade aktuell. Aber ja, wird hoffentlich noch besser. Also ich kann hier alles Mögliche nehmen, so einen Rahmen hier. Aber es sind wirklich vier Zahnräder, die wir nehmen müssen. Da bin ich mir relativ sicher. Bladed Gate. Das ist natürlich wieder... Das a funny machine... We need it. Da, das ist schon mal eins, was wir brauchen. Alles zu schwer. Kolmar kann es noch tragen. Kolmar kann es einfach tragen. Ne? Kolmar kann alles tragen. Ne, das Large Gear brauchen wir nicht. Ne. Ach, jetzt kommen die auch noch. Geil. So, wäsch damit. Okay, da ist noch was zu essen. Oh. Ja, komm, dann isst du auch was. Komm mal, Schulte Golds. Ich geh duschen, ja. Hau rein, Sibylle. Bis später. Was haben wir da? Infuser. Brauchen wir den? It still seems functional. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir den brauchen, aber ich... Ich kann ihn ja mal mitnehmen, aber ich glaube, dass das Teil nicht notwendig ist. Das ist noch so ein großes Rad, das brauchen wir mit Sicherheit nicht. Da ist noch so ein Rahmen. Huhuhuhuhu. Da ist noch so ein Scheißvieh. Ja, komm her, ich hab dich schon gesehen. Au. Au. Hey, was ist nu? Noch so ein Kackding hier. Na, was ist? Richtig drin. So. Da haben wir noch so ein Metallrohr, das brauchen wir aber auch nicht. So, ich kann natürlich auch mal zaubern hier mit Wendela. So, da haben wir einen Teleporter, der bringt uns, glaube ich, tatsächlich wieder nach oben. Jetzt, wo ich gerade hier unten bin, kann ich auch mal weiter gucken hier. So, da haben wir angefangen, glaube ich. Was steht da eigentlich? No entrance. Doch, da kommt man irgendwie rein. Ah, das kriegen wir auch noch irgendwie. Ach, da ist der nächste Penner. So, den haben wir auch. Läuft ja ganz gut hier, das Aufräumen hier unten. So. Okay, da kommen wir von der anderen Seite. Ich weiß, ich glaube, das macht nicht mal einen Unterschied, ob man da von der Seite reinkommt. Ich glaube, das war wichtig, das zu machen. Und dann ist jetzt die Tür auf, ne? Nee, dachte ich erst. Aha, man kann es von der einen Seite schließen und von der anderen öffnen. Ach, das ist ja noch so ein Käfer. Na, dann kriege ich jetzt erstmal... Heide! Heide! Ist das eklig. Schatz, das ist ja widerlich. Schatz, das ist wirklich eklig. Aber mach ruhig weiter. Ich finde das interessant. Das ist ziemlich eklig.
Mach mal was aus Detlef. Und aus Wendela. Mach mal was aus Detlef und Wendela. Das sieht bestimmt lustig aus. Oh Gott. Es ist schon gruselig, ne? Was sind die denn? Wo kommt ihr eigentlich alle her? Habt ihr kein Zuhause? Oh, hier haben wir was. Steel Gear. Ich muss mal gucken, was das ist. A Small Gear. Ich glaube nicht, dass das... Na, es könnte. Oh, dass aber auch keiner was tragen kann hier, ne? Hallo, ich bin zurück und hab zum Abendessen. Ja, das Abendessen ist jetzt wahrscheinlich wieder futsch. Hab ich damit vielleicht die Tür geöffnet? Ja. Da stand No Entrance, den habe ich jetzt geöffnet. Oh ne! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt kommen auch die scheiß Spinnen hier. Das Miese ist ja, wenn man den Zauber ausgewählt hat, sieht man nicht mal, ob meine Charaktere gerade vergiftet sind oder irgendwas. Das ist ja auch mies. Ich sehe schon was. Puh. Ja, zumindest kriegt man sie ganz gut platt, wenn man sich an den Weg hält und immer so ein bisschen Abstand hält, dann geht das. Frage ist nur, wie viel sind hier drin, ne? Das ist einfach nur eine Sackgasse, die ist ziemlich scheiße. Hier ist bestimmt auch ein fehlendes Teil oder so. Fuck. Zum Glück bin ich in diese Richtung gegangen, weil ich weiß, dass hier... keine Sackgasse ist. Wow. Wieso bist du so schnell tot gewesen? Anscheinend hatte ich einen Critical Hit oder so. Ja, war klar. Ja, ich hau immer daneben. Geil. Sehr gut. Puh. Aber es macht Spaß mal wieder. Vor allem, dass wir ja so nah vom Finale sind, das wusste ich jetzt echt nicht. Wird spannend, wird spannend. Och nö, nicht ihr noch. Das fehlt echt noch, ey. Okay, den haben wir auch. Puh. Das frisst natürlich jetzt auch alles ein bisschen Energie hier, ne? Aber gut. Ja, einer alleine ist da bestimmt nicht. Da kommt noch ein zweiter, oder? Da ist nur Scheiße drin. Ja, ich kann natürlich noch eine Flasche rausnehmen, aber... Weg damit, komm. Ist du noch so ein Teil und eine Flasche gibst du Wendela. Ein gibst du auch noch Wendela, die frisst das jetzt. So, passt schon. Ich glaube, ich sollte mal eine Abspeicherung vornehmen hier, so gut. Puh. Da war ein Viech, oder?
das haben wir auch, das Ding. Wenn du da... Ja, gut, ich muss dich auswählen. So. Hier gibt's doch bestimmt... Okay. Wenn wir treffen und nicht andauernd daneben hauen, dann treffen sie echt gut. Dann ziehen sie auch ordentlich was ab. Ah, da kommt gleich so ein Viech. Ist hier in dem Müllhaufen was drin? Nee. Da ist keiner drin? Jetzt fast gewettet. Sehr gut. Okay. Wenn man bedenkt, dass die Spinnen früher echt extrem nervig waren und mittlerweile kriegt man die echt so gut tot, ne? Da ist doch was. Lizard Steak. Ist ernsthaft? Hier gibt's Fleisch. Das ist doch jetzt nicht wahr. Es gibt hier was zu essen. So. Okay, weiter. Oh! Das sehe ich doch mal gern. Sehr schön, der ist weg. Ja, dann nehmen wir uns den hier. Hier ist nochmal so eine Schatzkammer. Das ist jetzt nicht so wichtig. Rüstung wäre da eine komplette. Und ein paar Säcke. Ich glaube, die Rüstung würde ich nehmen wollen. Allerdings brauche ich erstmal den goldenen Schlüssel. Den habe ich noch gar nicht gefunden. Ich habe da schon was gesehen da hinten. Hat da nicht was gekrabbelt? Wohl nicht. Okay. Gut. Ich gucke auf die Karte. Da bin ich ja. Da bin ich noch nicht weitergegangen, die eine Abzweigung. Gut, da gucken wir gleich mal eben nach. Wahrscheinlich ist da der eine goldene Schlüssel, der mir jetzt fehlt. Ich glaube, das ist dieser Gang, den ich nicht... Nee, jetzt bin ich schon wieder dran vorbeigelatscht. Hey. Da bin ich noch nicht weitergegangen, okay. Und hier ist einfach nur eine Sackgasse. Ernsthaft? Da ist... Ah, da ist doch noch ein Gang. Moment. Da gibt es durchaus schlimmere. Ja, das war das Stück. Das war aber auch nur eine Sackgasse. Ja, dann sind wir hier durch. Dann müssen wir tatsächlich wieder raus. Ach. Da ist er. Ja, okay. Also, ich glaube, ich brauche da nicht... Ich werde es... Gut, ich werde zwar obligatorisch vorher speichern, aber ich denke, ich weiß, dass ich mich für den Raum mit der Goldrüstung entscheiden werde. Nee, Goldrüstung war das nicht. Doch Platin oder irgendwie sowas. Chitin, keine Ahnung, was das für eine ist. Ich weiß den Raum. Da kommt gleich das Monster bestimmt, weil ich den Schlüssel eingelöst habe. So, mal gucken. Nee. Ja, den nehmen wir jetzt einfach. Das ist Plate, Heavy Armor. Hast du schon was? Ring, Ring. Er hat eigentlich gar nichts, ne? So, nützt die Stiefel. Okay, die Plate Boots hat er tatsächlich. Dann packe ich das mal eben nach da. Den Helm hast du auch, ne? Ja, den hat er auch, gut. Aber die hat er nicht. Dann nehmen wir die, genau.
Plate Gauntlets, genau. Ah, die hat er auch. Gut, dann was fehlt denn jetzt noch? Plate. Die Rüstung fehlt dann. Also die Rüstung, die bräuchten wir noch. Aber Ring, ja, das ist okay. Das ist, schade eigentlich. Ich dachte. Nee, das ist ja das Ding. Das ist das nicht das Richtige. Schade, ich dachte, das wäre eine komplette Rüstung. Weil dann hätte ich jetzt alles gehabt. Und du hast ja Chitin, ne? Ja. Ja gut, dann ist das halt so. Aber ich glaube, das war trotzdem noch die beste Entscheidung. Okay, das lassen wir so. Was ist los? Kannst du nicht laufen oder was? Zu schwer bepackt oder was? Dein Ernst? Ja, das ist ärgerlich, ne? Ja, ich kann das Schild ja nicht weglassen. Ach nee! Ist das zu schwer für ihn? Ja, dann. Ja, das ist doch richtig. Das war sogar richtig. Plate. Es ist Plate, ja. Jetzt habe ich ja alles. Hatte ich ja doch alles richtig. Er hat jetzt stärker. Ja, er wiegt jetzt zwar. Aber ich glaube, er hat jetzt eine Zusatzfähigkeit bekommen, weil er alles. Obwohl, da müsste das eigentlich leuchten, ne? Tut's aber nicht. Na gut. Ich habe ihn jedenfalls ausgerüstet. Wieso bin ich jetzt immer noch überladen? Ich weiß es nicht. Ich habe doch jetzt. Da steht. Also, es ist anscheinend. Ach, ist das alles nervig. Och Mann. Friss noch ein Stück. Ach, das wollte ich gar nicht. Der ist zu groß ausgestattet. So. Okay. So. Kriegen wir hin, ne? Okay, wir werden voten. Ja, also, ich werde ja demnächst nur zwei Projekte zur Zeit spielen. Also zwei Spiele pro Stream, damit wir ein bisschen mehr Zeit für jedes Spiel haben. Und damit ich ein bisschen mehr Laber mit euch kann. Und wenn Terranigma und Legend of Grimrock beide vorbei sind, dann werde ich wieder drei Spiele zur Auswahl stellen. Genau. Und eins davon, habt ihr vorhin schon richtig erraten, wird dann Frontschweine sein. Aber es gibt dann noch andere Spiele zur Auswahl. Die werde ich aber jetzt noch nicht preisgeben. Aber ihr kennt sie alle. Das kann ich ruhig verraten. So, wo bin ich jetzt hier? Wo muss ich noch lang? Da lang. Also wahrscheinlich haben wir erst. Was ist das denn? Oh. Was ist das? This mineral is rich with energy. Das brauchen wir, glaube ich, sogar. Ach, Kacke. Ach, Heide, Mensch. Ach, der dieses Stahlding da auch noch. Was ist denn da noch alles drin? Oh Gott, wie viele Sachen haben wir denn hier bloß noch rumliegen? Ja, was mache ich denn jetzt hier mit dem ganzen Scheiß? Ich habe zu viel Sachen. Ich muss aber erst in die Stimme. Ich habe einfach zu viel Sachen bei mir. Aber ich möchte das ganz gerne mitnehmen, dieses Ore. Ich kann es nicht die ganze Zeit in der Hand tragen. In Infusion hat er ja auch noch. Ja, ich bin voll geladen. Scheiße. Ja. So, alles aufgefressen, was da ist. Was ist da? Ach, jetzt haben wir noch einen Sack hier. Was ist da drin? Fackeln. Nee, danke. Die brauche ich nur wirklich nicht.
Die brauche ich nun wirklich nicht. Also. Das haben wir abgeklappert. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Da hinten, da war das Geheimnis. Hier müsste aber noch mehr sein. Was ist das denn? Ring Gauntlets, ne, die brauchen wir nicht. So, hier schon? Ja, da waren wir überall schon. Ah, ja, genau. Und da könnte ich lang. Das mache ich, glaube ich, auch. Irgendwo gibt es hier auf jeden Fall noch einen Geheimgang. Nicht da. Oder wir gucken einfach mit den Sachen, die ich jetzt gefunden habe, nach oben. Und schauen, ob wir da schon was mit anfangen können. Ach du schon wieder. Komm hier. Ja, hau doch nicht immer daneben, Detlef. Was war das denn für ein Geräusch? So. Achso, jetzt bin ich hier wieder reingegangen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Speichern. Gucken, wo wir jetzt rausgeschmissen werden. Da ist noch so ein netter Typ. Dann komm mal her. Also es lebt auch mindestens noch einer von diesen großen Steinviech-Dingern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel das waren. Kannst ruhig näher kommen, ne? Ja, das ist gut. Zack, den wollte ich nicht. Das ist jetzt doof, dass die jetzt beide hier sind. Kommt jetzt hierher. Okay, Kolmar Schulte Golds gained a level. Armor. Mehr Health. Das machen wir. Dann kriegst du noch eine bei Schwerter rein. So, wir speichern das mal kurz. Nehmen wir eben unsere Äxte wieder auf. Töten den mal eben, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Den noch mal im Platz zu machen. Also entweder hat er einen ganz, ganz kleinen Kopf oder gar keinen. Doch, er hat, glaube ich, einen Kopf, ja. Der Erl ist wieder da. Und da hinten trampelt der Letzte rum. Ich habe ihn gerade schon gesehen. So, den haben wir auch. Dann mache ich den vierten noch eben platt hier. Und danach werde ich versuchen, die Teile einzusetzen. Dann ist hier nämlich einigermaßen Platz.
das ist keine gute Idee, hier mit Gift rum zu hantieren. So. Noch einmal kritischen, komm. Nee, will er nicht. Das war ein kritischer, okay. Zumindest ist er gegen Eis oder gegen Frostzauber ein bisschen empfindlich. Ja gut, das hat keinen Sinn, ja. Ah, gleich haben wir ihn. Ups, das, ich habe Licht ausgemacht, das wollte ich nicht. Oh, jetzt komm. Detlef. Nein. Kolmar. Hau rauf. Immer noch nicht. Heide hat ihn vernichtet. So. Da gucken wir mal, ob hier irgendwas reinpasst. Was haben wir denn? Diesen Infuser zum Beispiel. Der passt dann nicht rein. Dieses Teil? Da gehört ein Zahnrad hin. Das vielleicht. Nein. Dann hat der Kolmar noch ein Zahnrad. Okay. Eins ist eingesetzt. Und ich glaube, zwei Zahnräder... Weiß ich nicht, aber mal gucken. Da gehört dieses Orb-Ding rein, denke ich. Ja. Sehr gut. Zwei. Kommt da der Infuser vielleicht rein? Nee. Vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. Okay. Es muss nur noch ein Teil sitzen. So, den könnte ich natürlich jetzt einsetzen. Dann sind wir schon bald durch, wenn das jetzt klappt. Huhuhuhuhu. Dann versuche ich es nochmal den Infuser. Vielleicht ist das der richtige. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Dann kann das letzte Zahnrad weg. Okay, er wird böse. So. Jetzt haue ich natürlich wieder unten ab. Jetzt habe ich ihn befreit. Und nun müssen wir einfach nur die Maschine wieder manipulieren. Das weiß ich noch. So. Okay. Ich raste gleich mal eine Runde. Und dann gehen wir wieder hoch. So. Einmal rasten. Dann speichern und dann wieder hoch. Huh, das wird jetzt spannend. Das wird spannend. Wir haben es bald. Okay, dann alle nochmal was essen. Oder? Oh, ihr seid eigentlich ganz fit, ne? Okay, du rüstest dich aus. Du rüstest dich aus. Alle für den letzten Kampf bereit. So. Gut. Ich muss jetzt nach und nach, glaube ich, einfach nur die Teile wieder entfernen. Große Frage ist, wo ist er jetzt? Da hinten ist er. Ja, jetzt geht's natürlich los hier, ne? Fuck. Das war knapp. Wie war denn das jetzt noch? Jetzt muss ich echt überlegen. Wie muss ich den denn nochmal töten? Da kommt er. Also der walzt sowieso alles platt. Ah, da fehlt ja noch ein Schlüssel, richtig. Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwas machen konnte. Fuck. Fuck! Ja. Oh, wie war denn das noch? Verdammt, jetzt muss ich echt überlegen.
Vielleicht befreie ich ihn auch am besten. Ich hab mir schon befreit. Scheiße. Eigentlich muss ich die Teile wieder rausnehmen. Ja. Das Problem ist, es sind ja keine Teile mehr da. Ups, okay. War jetzt nicht beabsichtigt. Ja. Hier unten gibt es ja keinen weiteren Ausgang, glaube ich, ne? Da muss ich, glaube ich, den Teleporter nehmen, ja. Gut, dann... Ach, ich muss ihn selbst so lange... Jetzt weiß ich es. Ich muss ihn so lange beschießen, bis er hinfällt. Ach, Mann. Das ist natürlich schwierig mit den ganzen Viechern jetzt dabei. Ja, so nicht. Ah, verdammt. Oh, das wird jetzt aber schwierig. Wie war das? Ich muss den echt mal kloppen, 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 bis er umfällt, bis er einmal so einen Stromausfall kriegt. Nee, ich brauche ein spezielles Schwert, oder? Ich brauche ein spezielles Schwert. Glaube ich. Ja, so nicht. Ah, ich weiß noch damals, als ich das geschaut habe, ich bin leicht enttäuscht. Nur, also enttäuschen finde ich das eigentlich gar nicht. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Problem ist... Ich brauche, glaube ich, dieses bestimmte... Ich glaube, einer von den Leuten spawnt einen Schlüssel. Ich muss ein paar Viecher töten. Zum Beispiel dich oder so. Und da ist was liegen geblieben. Das waren, glaube ich, nur meine Messer. Wo bin ich jetzt hingelandet? Hingelandet, ja. Wo bin ich jetzt hingelandet, Alter? Wo bin ich? Geh falsch. Ich bin hier etwas falsch, ne? Ach Mensch! Ja. Vielleicht gibt ja einer von euch mir einen Schlüssel, wer weiß. Also ich brauche oben noch Schlüssel. Ich weiß, ich glaube, ich brauche ein spezielles Schwert. Das war, glaube ich, das Rätsels Lösung. So. Bin ich jetzt hier richtig? Da. Beim Ausrasten, genau. Hallo Tanne. Ach, Shannon ist da. Moin. Die Shannon ist da. Willkommen. So. Okay, wieder rein ins Getümmel. So. Der alte Würfel. Ich muss ein paar Leute töten. Den vielleicht. Ich muss, glaube ich, einfach ein paar Viecher töten. Fuck. Gut. Ja, geil. Das war jetzt vielleicht nicht so clever.
Wo ist denn der Kristall? Weiter weg auf jeden Fall. Scheiße. Oh, das ist jetzt natürlich eine haarige Angelegenheit, ne? So. Wie, hier kommt jetzt ein neues Vieh. Ich muss unbedingt zum Kristall mich aufladen. Hier bin ich falsch. Ja, sehr interessant. Okay. So. Das ist nicht richtig. Das ist richtig. Jetzt kommt. Ja, jetzt kommt das Viech gleich hier. Ne? Jetzt, wo ich keine Chance mehr. Nee, er kommt nicht. Gut. So, darf ich mal eben. Danke. So. So, raus, 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 raus. Der alte Schnabel hat's. Ich weiß auch nicht, ob die unendlich spawnen. Aber. Ups, das war nicht richtig. Ich brauche Schlüssel für die Türen. Und ich kann mir eigentlich fast nur vorstellen, dass ich die bekomme, wenn ich ein paar Gegner plätte. So, also ich werde jetzt wieder hier speichern und dann hochgehen. So, und hoch. Puh. Okay. Ich weiß, wo er ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, einer ist platt. Oh, wie viel sind denn das? Verdammte Kacke. Oh. Huh, 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 huh. Jetzt gib ihr doch mal einer die Brötchentüte. Aber ihr wisst jetzt nicht, was los ist, ne? Und meine Nachbarin da drüben, die schreit die ganze Zeit ihre Tochter an. Hol mir mal die Brötchentüte von oben runter. Und das Kind hört anscheinend nicht. Und deswegen sage ich gerade, gib mir jetzt endlich mal die Brötchentüte. Oh Mann, ist das ein Kack. Nee, das... Ich gehe jetzt so hoch. So, Moment. Das Bild ist geil. Achso, das... Ja, hm. Ah. So, ich gehe jetzt nochmal wieder hoch. Gut. Immerhin. Oh, war das knapp. So. Ich warte einfach nur auf den Schlüssel. Hier sind auch noch Dinos. So wird das nix, ne? Stand still. Oh, ich habe einen Teleporter gefunden. Schön. Der führt mich jetzt hoch, oder was? Warte mal. Ah, das ist, glaube ich, diese geheime Kammer, die ich meinte. Wo man das Schwert noch finden kann, was man braucht. Okay, okay, okay. Okay, alles gut. Ja, ich kann das so jetzt nicht speichern, ne?
Steine. Ja, ich glaube, das war doch so eine Art Schalterrätsel. Da muss ich gleich noch aufpassen, dass ich nicht verreck. Tomb of Designers. Wie weit kann ich denn so einen Stein schmeißen? Ich guck mal eben. Okay. Das reicht nicht an Gewicht, wie es aussieht. Wenn ich das schmeiß, das schmeißt er nicht so weit. Das reicht nicht. Also eigentlich okay, dann lade ich nochmal eben neu. das muss ich dann aber eben laden. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Ja, sehr gut. Das lade ich gleich nochmal neu. Gleich wieder Energie verloren. Nee, ich muss zu diesem einen Teleporter machen, wo ich gerade reingegangen bin. Ja, ist ja gut. Hier bin ich genau. Ah, da ist das scheiß Ding. Ich hab doch schon. Aber ich hab's eben gesehen. Da war es gerade. Dann hau ich mal nach hier ab. Langsam müsste er aber mal auftauchen hier. Da. I found it. So. Okay. Come closer. Ja, ich komme ganz, ganz nah gleich. So, dann mal. Ich einmal die Runde hier laufen. Das hat was mit diesen vier Schaltern natürlich zu tun. Jetzt ist Wende da natürlich verletzt, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich speichere jetzt hier. Also, es muss hier noch einen Schalter geben. Und es hat irgendwas mit diesem blöden Stein zu tun, bin ich der Meinung. Wenn du jemanden in der Nähe hast, ist es gut für dich. Achso. Ich muss aber einen Stock trinken. So. Okay, okay. Das sieht doch ganz gut aus. Also wir haben da einen Schalter. Müsste man eben sehen, wenn das Gift sich verzieht. Da sind jeweils keine. Jetzt ist da die Tür zu. So, wir haben jetzt drei Knöpfe. Da. Den. Den. Warum hat die vierte Wand keinen Schalter? Das frage ich mich gerade. Warum hat die vierte Wand keinen Schalter? Das heißt, Tomb of Designers, ja.
Und warum gibt es hier einen Stein? Das hat bestimmt einen Grund. Also hier ist wirklich nichts versteckt. Ne? Ich gucke noch einmal die Wände hier ab. Manchmal gibt es ja noch so ein anderes Symbol, was man drücken kann. Wie war das noch? Oder warte mal, gab es hier unten noch was, was da vielleicht Auswirkungen hat? Ich glaube, dass auf diesen Wänden nicht mal. Doch, da gibt es auch einen Schalter. Die sind ja sehr offensichtlich. Ich laufe die mal eben kurz ab. Achso. Steffi macht gerade Ratschläge in Massagetechniken. Das ist sehr gut. Aha. Ja, vielleicht ist sie ja noch irgendwo was. Ich will es nicht verneinen, aber. Come closer. Naja, er möchte, dass ich da hereingehe. Schon klar. Also in diesem Raum ist nichts. So. Wir haben hier einen Stein. Ich kann die Platte nicht mit einem Schwert oder so auslösen. Ist anscheinend nicht schwer genug. Oder ich muss da mehrere Sachen draufschmeißen. Wenn ich den direkt drücke, passiert nichts. Ich kann ja mal ganz viele Sachen. Oh, ich speichere nochmal ab. Ich schmeiß da jetzt mehrere Sachen drauf. Was habe ich denn noch so, was ich nicht brauche? Fackel habe ich noch. Die hat er jetzt zu weit geschmissen. Hast du noch was dabei? Die Kiste? Ein Sack. Schatz? Okay. Ich dachte, wenn man das irgendwie beschweren könnte. Wenn du das darauf schmeißt. Ich will nur mal gucken. Okay, es hat mit Raufschmeißen nichts zu tun. Alter, das ist das Falsche. Und wenn ich mal auf den Typen da hinten schieße, hat auch keine Auswirkungen, ne? Und das Wort heißt Glaube. Wenn auch einer von euch eine Idee hat, wie das hier noch funktioniert, ich wäre dankbar. Also. Ach so, vielleicht. Ah! Moment, ich lade das nochmal neu. Den Knopf, den ich hier drücke. Vielleicht hat der eine Auswirkung auf ein Stockwerk weiter unten. Dass sich hier irgendwas aufgetan hat. Allerdings könnte ich jetzt so oft gedrückt haben, dass es wieder zugegangen ist, ne? Ich drücke noch einmal. Vielleicht öffnet sich hier unten was. Ja, gute Besserung und danke fürs Einschalten. Ich drück. Ne. Ah, Leute, ich könnte Hilfe gebrauchen, ne? Ich habe schon wieder Hunger. Es ist schön, dass ihr alle Hunger habt. Also ich komme hier jetzt auch nicht anders wieder raus. Ich habe jetzt hier drin gespeichert. You cannot hide. Auch Schokolade will, ja. Also, ich habe einen Stein. Wenn ich da durchgehe, bin ich tot. Ich hab noch, was hast du? Mums? Ach, M&Ms.
Perfekt, ja. Ich darf da nicht drauf. Und ich habe hier nur diesen einen Schalter. Bleib jetzt mal hier drauf. Kann das nicht. Okay. Jetzt bin ich eingesperrt. Keiner hilft mir. So, da sind jetzt zwei Schalter. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Okay. Aber einer ist tot, deswegen, ja, ich kann das jetzt schlecht speichern. Grrr. Aber da ist schon wieder ein Schlüssel. Oh, ist das ein Kristall? Nee, ist ein Teleporter. Schade. Ah. Ich hätte jetzt so gern ein Kristall. Richtig, da muss ich aus jeder Seite nochmal einen Schlüssel holen. Oh Gott. Aber ich kann doch jetzt hier nicht speichern. Was hat der Schalter jetzt gebracht, den ich da gedrückt habe? Niemand weiß es, ne? Da komme ich noch nicht rein. Was hat der Schalter gebracht? Oh! Der letzte, also der letzte Schatz, aber ich habe einen Schatz gefunden. Ja, dann haben wir immerhin vier Schätze. Von sieben. Den kann ich natürlich nochmal auf der Karte eintragen. Also, da so. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Treasure geschrieben. So, ja. Natürlich könnte ich jetzt speichern. Ich kann ja auf einem anderen Slot speichern. Warte mal. Save Game und dann mache ich das da so. So. Da habe ich jetzt extra gespeichert. So, dann. Da komme ich her. So, warte mal. Ja, ich muss schon irgendwie in diese Richtung, ne? Ist hier noch ein Schalter drin versteckt? Nein. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Werde ich vergiftet? Nein. 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 Aber wenn ich den nehme, werde ich hundertprozentig vergiftet. Aber ich habe es überlebt. Ich raste mal eine Runde. Immerhin. Huhuhuhuhu. Es ist spannend. Ich find's cool. Wir kriegen das Spiel wahrscheinlich heute durch, wenn ich das hier noch einigermaßen über die Bühne krieg. So, Detlef ist zwar noch nicht ganz gesund. So, jetzt werde ich jetzt hier nochmal was essen. Denke ich. Ich habe ja eigentlich genug von dem Zeug. So. Auch du kriegst noch ein Eissteak. So. Ja. Also, ich habe den ersten Schlüssel. Ich setze den mal eben ein. Wo ist er denn? Da. Den anderen muss ich hier irgendwo herholen.
Ja, ich muss nochmal speichern, ne? Nutzt ja alles nichts. Ich speichere das jetzt da. Ja. Jetzt habe ich den überschrieben, ne? Scheiße. Fuck. Ey, komm. Das ist eine Kackding. Ja, er juckelt über mir rum. Das ist der ganze Raum? Aha. Ah, da hinten ist eine Platte, glaube ich. Da muss ich den Stein raufschmeißen, wenn der Teleporter aus ist. Nee, war nicht so ganz richtig. Der ist nicht weit genug geflogen, glaube ich. Ich habe aber nichts zum Schie- oder, warte mal, ich versuch's mal hiermit. Aha. Okay. Dann muss ich. Moment. Wie schließe ich den nächsten? Irgendwas gucken. Ah, da ist ein Schalter. Okay, ich habe den Schalter gesehen. Der ist jetzt auch zu. Okay, haben wir geschafft. So, dann kann ich den auch benutzen, den Schlüssel. Ja, klasse. Ausgerechnet jetzt ist Heide tot. Komm her. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht alle auf einmal kommen. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Richtig. Zum Glück bleibt er da hinten und ist ein bisschen doof. Okay, der ist weg. Dann speichere ich das. Ach, scheiße, was soll ich speichern? Ich muss jetzt ja speichern. Auch wenn Heide tot ist. So, da war noch mindestens einer. Oder? Itna. Ah ja, das muss man, glaube ich, andersrum lösen. Anti. Nee. Das sind, glaube ich, nämlich die Entwickler des Spiels tatsächlich. Da Uhui ist Juho. Das sind, ich glaube, das ist, sind Japaner teilweise. Und ich glaube, ist auch ein Deutscher. Ist ein Deutscher dabei? Weiß ich gerade gar nicht. Da werden wir gucken. We are the designers who build the prison for a single purpose. To hold the Undying One until the gears of time finally come to rest. Should the Undying be. Oh Gott, ich kann es nicht lesen von hier. Evacuate, we left behind the only weapon capable of taming the beast. Hilfe. Ja, jedenfalls kommt jetzt finden wir jetzt die Waffe, die das Wesen töten wird. Da habe ich drauf gewartet. Was ist hier nochmal? The weapon of power is hidden in the shadows of the tomb. But the truly hurt the undying, you want to take him apart piece by piece. When he is incomplete, he can be slain. Genau, wir müssen ihn wieder auseinandernehmen praktisch. Und das klappt mit der Waffe, die jetzt nicht da ist. Petri, genau, Irtep. Und ein Name ist hier hinten noch. Olli, genau, Illo. So, und wie kriege ich jetzt die Waffe zum Dasein? Wie wäre das denn jetzt nochmal? Dunkelheitszauber, ne?
Wie geht denn der nochmal? Warte mal. Genau. Jetzt das noch ausmachen. Ja. Hahaha. Weapon of Power. Oh, wir leben wieder alle. Das ist geil. Jetzt ist das da. Oder kann ich das so machen? Warte mal. Dann nimmst du das weg. Ja, das ist immer noch zu schwer. Ah, du kannst das. Gut, dann nimmst du jetzt die noch. Heide kann beides tragen. So. Okay. Wir sind wieder komplett geheilt. Und jetzt können wir ihn töten. Genau. Er hält jetzt nämlich an. Und jetzt können wir ihn nach und nach auseinander pflücken. Oh, fuck. So. Einen habe ich ihn schon mal geklaut. So, das ist das nächste Teil. So. Hier weg. Ja, leider komme ich an keine Seite ran. Nee. Okay. Der muss natürlich auch so fallen, dass ich an die betreffende Seite rankomme. Ach, fuck. Jetzt bin ich ja runtergefallen. Oh. Heide ist halb tot. Dann ruhen wir uns mal kurz aus. Heide hat ja die Superwaffe. Dann brauchen wir die ja natürlich. Ach ja. Hatte ich gefallen. Und es pfeift wieder. So, ich speichere das mal kurz ab. Wir haben schon zwei Teile aus ihm rausgeklödelt. Ja, danke. Das ist versendet. Hier weg. So. So, mal gucken, wo ist das letzte Teil? Ich hab's. Hahaha. Glaube ich hab's. Nee. Ach doch. Jetzt muss ich ihn. Ups, jetzt muss. Genau. Jetzt ist er nämlich verwundbar. Jetzt können wir ihn mit allen Mitteln töten. So, dann können wir nochmal alle einen heben, hier wollte ich gerade sagen. So. Alle fressen wir noch ein bisschen was. Du auch noch. Na komm, hat sich erledigt. Dann nimmst du noch ein bisschen Feuerbomben hier. Das können wir ja alles verballern, was wir haben. Ich glaube, die Giftscheiße, die brauchst du jetzt auch nicht. Dann kriegst du jetzt halt, wer hat denn noch einen Sack? Doch, da hast du noch mehr Bomben hier. Nimmst du die auch noch? So, alles ausrüsten, was geht. So. Dann nochmal rasten, speichern und dann einfach nur noch draufballern. Dann ist das Ding nämlich tot. Deutschland hat tatsächlich gewonnen. Das ist ja kaum auszuhalten. So, okay. Dann wollen wir mal. Los geht's. Du Scheißding. Da ist es. Ey. Das war jetzt fies. Ich wäre fast gestorben wegen dem blöden Kackding. So. Ach Mann. Wo bin ich jetzt gelandet? Da ist das Ding. Okay. Ah, er schreit sogar. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel der aushält.
Ach, fuck. Oder muss ich ihn wieder in die Ausgangsposition bringen? Moment. War das jetzt hier? Ich glaube, ich muss ihn wieder in die Ausgangsposition bringen. Kann das sein? Also im Prinzip muss ich ihn dazu bringen, dass er wieder in diese Mitte zurückrollt. Da hinten. Ich glaube, das war sogar so. Weg. Ach. Aber die Mitte, da ist eigentlich kein schlechter Platz zum Kämpfen, finde ich gerade. Was ist da aus Moin? Ja, Moin. Eigentlich warst du doch von Anfang an dabei. Oder du warst zwischendurch weg und ich habe das nicht mitbekommen. Dann natürlich auch von mir aus noch einmal Moin. So. Ach, da bist du. Ach, Mann! Wie doof. Ich falle immer wieder runter. Die Löcher sind aber auch kacke hier. Da hinten, ich habe ihn schon gesehen. War irgendwas im Weg. Das hat Schaden gemacht. Na, ich glaube, ich muss ihn einfach nur treffen. Naja, er kriegt jetzt ja Schaden. Ich traue mich bloß nicht zu. Ich mache jetzt nur noch Fernkampf. I seem to be leaking. Aha. Das hört sich gut an. Nein, noch nicht ganz. Aber wir kriegen ihn, Leute. Wir kriegen ihn. Mit dem Teil machen wir ihn platt. Ah, er schreit. Ja, wir haben ihn bald. Wir haben ihn bald. Und es kommen auch gerade keine Gegner nach. Und in dem Moment kommt so ein scheiß Krabbelviech. Wenn wir das jetzt gleich dazwischen springen, ne? Ja, komm, wir machen die Splatt. Könntest du mal bitte kaputt gehen, du Kackviech? So. Wenn ich deswegen jetzt sterbe. Stop it! Okay. Er wird böse. Ey, jetzt ist auch mal gut hier. Nein! Okay, aber ich hab ihn bald. Ich hab ihn bald. Noch einmal rasten. Huh, gleich haben wir ihn. Und dann werde ich erstmal eine schöne Tasse Tee trinken. Ah, ist das schön. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Fein. So. Ein letztes Mal speichern, würde ich sagen. Und rein da. Wo habe ich ihn jetzt? Da ist er. Ja, ich. Du schon wieder. Komm her. Na, immer noch nicht. Oh, jetzt war dieser blöde Ritter wieder im Weg. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. So. Da ist er.
Ja, jetzt. This can't be happening. Doch, kann es. Naja. Gleich bist du tot. Hoffe ich doch mal. Ja! Wir haben ihn! Wir haben Schlüssel. Ich hab noch was eingesammelt. Hier stürzt alles ein. Puh. Geil. Oh, geil. Ja. Unglaublich, wir haben es geschafft. Ah, Mount Grimrock ist besiegt. Ist das nicht herrlich? Ah. Sehr coole Bilder, wie ich finde. Es ist auch das dritte Mal, dass ich es durchgespielt habe. Einmal privat, einmal im Let's Play und einmal im Stream. Trotzdem sind zwei tot. Ja, gut, aber das ist egal. Im Abspann überleben trotzdem alle vier. Wow, sagt Steffi. Glückwunsch, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir haben es geschafft. Sehr, sehr cool. Ich kriege privat richtig Bock auf Teil 2. Keine Angst, das tue ich euch nicht im Stream an. Ist das Spiel vorbei? Jo. Aber herzlichen Glückwunsch, genau. Ha. Danke, danke, danke. Jo. Kommen jetzt die Credits. Dann komme ich jetzt im Fernsehen. Ich dachte, es kommen noch ein paar Sätze. Nicht? Ich dachte, es würde noch irgendwie so zwei, drei Sätze kommen. The Legend of Grimrock. Die Legende vom grünen Rock, ne? Kennt ihr ja alle. Der Phil ist ja da, das sehe ich ja jetzt erst. Moin Phil, hallo, kommst du zum Finale oder bist du schon länger da? Ah, geil. Ich hole mal eben kurz den Tee, der steht da hinten auf der Treppe. Ich bin sofort wieder da, meine Freunde. Ich lasse euch mal eben kurz mit dem Abspann alleine. Die Maus ist weg. Da. Moment, ich kann gerade... So, bin ich hier stoff? Ja. Ich kann gerade nicht. Da war ich doch gerade eben. So. Mein Gott, ich konnte nichts bedienen. So, bin sofort wieder da. Yo, the end. Ah, das ist doch supi. Haben wir doch gut hingekriegt. Ein Projekt ist beendet. So. Ah, schön. So, dann komme ich jetzt mal zu euch. Doch bin ich schon wieder. Das Spiel ausmachen. Plupp. So, dann gebe ich euch jetzt noch mal ein bisschen Musik hier für den Hintergrund. Ja. So. Ah. Schön. Hat das nicht wunderbar geklappt? Wir haben es geschafft, genau. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe gesagt, meine Maus ist weg. Ja. Ich meinte aber diese hier. Normalerweise sage ich dann auch immer, ich bin doch da, aber diesmal... Die Kamera ist verrückt. Oder du, Alex. Ja, nee, ich habe schon anders gesessen eben. Hast jetzt zwei Minuten noch durchgezogen, Alex. Ich beneide dich etwas. Ja, das ist ja kein Spiel, was jetzt sonderlich schwer ist, sag ich mal. Also es ist ja durchaus lösbar.
ich mag halt dieses Rätseln und privat hätte ich bestimmt auch noch alle Schätze noch gesucht. Also ich habe jetzt nur vier. Ich habe jetzt ja komplett ohne Anleitung gespielt und dafür habe ich jetzt 4 von 7 Schätzen gefunden. Ist okay. Und ich glaube, dass es tatsächlich noch einen Schatz gab in diesem Kellergebiet. Da habe ich irgendwie nicht alles gefunden. Und ich habe jetzt 58 von 73 Geheimnissen. Das ist auch nicht die Welt, aber ja. Ja, Teil 2 will ich, ja, im Stream wahrscheinlich erstmal nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Ich finde Teil 2 auch saugeil, vor allem diese ganzen Bereiche mit Wüste und Sumpf und die Pyramide ist halt saugeil. Da gibt es richtig geile Bereiche. Wir wollen voten. Ja, theoretisch dürft ihr auch voten. Ich lasse das Voting aber leider erst machen, wenn Terranigma durch ist. Das heißt, ich habe ja gesagt, ich möchte nächstes Jahr immer nur 2 Spiele machen und dann haben wir jetzt nächstes Mal The Evil Within und dann soll noch ein zweites kommen. Und ja, also ich kann natürlich schon mal ein kleines Voting veranstalten, aber das Spiel geht dann erst los, wenn Terranigma auch beendet ist. Ja? Dann könnte ich ein kleines Voting starten. Soll ich? Ich könnte ein Voting starten, ja. Also ich hatte mir heute schon Gedanken gemacht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis Dings anfängt, bis bald die Pokalauslosung kommt. Die wollen wir nachher live mitkriegen. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal. Passt mal auf, dann passt mal auf. Das wäre nice, ja. Nee, Hosting wollte ich gar nicht. Wo bin ich jetzt? Ich muss wieder gucken, wo es hier nochmal funktioniert. Wo geht denn das nochmal? Ich will wieder gucken. Ich finde das schon wieder nicht. Ups! Ich habe den Chat weggemacht. So. Okay. Chat aktiviert. Was gibt's da? Oh, da wollte ich gar nicht hin. Verzeihung. Ups. Wo geht denn das nochmal? Ich mach mal eben weiter. Ich höre was Fröhliches. Ja, Resident Evil, genau, sehr fröhlich. Ne, hatten wir gerade. Ja, nimm mal Spyro-Musik. Ja, ich finde das gerade nicht. Bei mir wird das nicht angezeigt mit Abstimmen, warum auch immer. Wieso ist denn das bei mir nicht? Erfasse eine Nachricht. Abstimmung, jetzt habe ich es gefunden. Yay. Okay. Also. Was soll der Nachfolger... Ups, ich kann nicht richtig schreiben. Von Legend of Grimrock werden. Habe ich das jetzt auch richtig geschrieben? Ich hoffe. Wenn nicht, dann ja. Wieso? Ich darf nur 2 Optionen machen? Nee, ich will 3 Optionen. Ich hoffe, das geht. Abstimmung. Ich hoffe, dass es geht. Ich muss gleich mal eben gucken. Also, dann. So. Lautstärke ist okay. Achso, war das zu laut? Tut mir leid. Ja. Gut. Eins hatte ich ja schon gesagt. So. Option 2. Nee, das war 3, ne? Moment, ich bin so. Ja. So. Ich muss mal eben was gucken. Ob ich mich jetzt gerade vertan habe. Ich weiß gerade nicht. Nein. Oder habe ich mich jetzt doch vertan? Ist das doch. Ich weiß gerade nicht, für welche Konsole das Spiel ist, was ich jetzt gerade abstimmen will. Moment. Was ist das da?
Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ein Moment. Was kommt denn da? So. Okay, da ist es aber nicht bei. Da muss es doch da. Wo ist denn. Wenn es da auch nicht bei ist, dann weiß ich nicht, wo ich das Spiel gelassen habe. Ein Moment. Jetzt muss ich mal eben was nachgucken. Ich finde es zwar gerade nicht bei mir, aber ich will ja auch nichts verraten. Deswegen gucke ich mal eben bei mir selbst in meiner eigenen Playlist nach, für welches Spiel, für welche Konsole dieses Spiel war. Das Steam kann geschlossen werden, so. Ein Moment. Wo sehen wir denn? Aber ich kann komisch. Ah doch, jetzt kann ich doch eine dritte Option auswählen, alles klar. Wo haben wir es denn jetzt? Verdammte Scheiße! Ich find's schon noch, keine Sorge. Wieso ist die Musik jetzt schon wieder aus? Jetzt läuft's wieder. Ich bin hier völlig überfordert. So. Das ist klar. Ja. Das ist geil, dass ich jetzt meine eigene Playlist nicht wiederfinde. Dann mache ich das anders. Ich suche jetzt nach meiner Playlist auf meinem Kanal. Moment. Ist es? Nee, das meine ich alles nicht. Okay. Das ist doch nicht wahr. Oh Mann. Ach, verschrieben habe ich mich auch noch. Das ist gut. Ja, wir kriegen das alles hin. So. Wo ist jetzt das Problem? Hä? Dann war es nochmal anders. Aha, jetzt weiß ich es wieder. Gut, danke. So, okay. Dann habe ich das schon mal richtig. So, eins kommt noch. Alles schon gut. Ich habe schon. Jetzt ist nur die Frage, das dritte. Ich hatte mir ja schon Gedanken gemacht. Nehme ich das jetzt oder nehme ich das nächste nicht? Doch, ich nehme es. Also. Okay. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wobei ich mir fast denken kann, was es wird. So, dann, ja, viel Spaß. Ich schicke jetzt die Abstimmung los und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie es da steht. Ich gebe es jetzt raus. So. Okay. Bitteschön. Nicht Jersey Devil. Nein, nicht Jersey Devil. Okay, ich weiß noch nicht, ob das jetzt aktuell. Du hast schon abgestimmt. Ich sehe gar nicht, wer was gestimmt hat. Das ist auch interessant. Ich selbst kann gar nicht sehen, wie das steht. Das ist so. Oh, Entschuldigung, ich habe im Chat gescrollt. Das wollte ich gar nicht. Also ein paar haben schon abgestimmt anscheinend, aber ich sehe nicht, wo man das erkennen kann. Unter dem Stream. Ah, unter dem Stream. Ich würde halt nur ganz gerne... Ich kann selbst nicht sehen, was da los ist. Im zweiten Spiel ist ein Tippfehler. Es tut mir leid. Ja, ist es auch. Dann... Ah, ich muss draufklicken. Ja, ich kann leider die Rechtschreibung nicht mehr ändern, sonst ist alles weg. Okay. Da müsst ihr jetzt damit leben. Ui. Das ist aber interessant da gerade.
Ah! Okay, es ist sehr interessant, was da abgeht. Das ist ja gerade auf Augenhöhe. Das ist ja sehr, sehr interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das jetzt so knapp wird. Okay. Du stellst, genau. Jetzt frag mich bitte nicht, was beim Unentschieden passiert. Also beim Unentschieden muss ich dann irgendwann entscheiden. Aber die Entscheidung werde ich dann heute nicht fällen. Muss ich nochmal raufklicken zum Aktualisieren? Ah, oh. Ja, geil. Jetzt ist bei mir alles, bei mir, ja, alle drei gleich auf bei mir. Ja, super. Ja, toll. Ja, ich lasse das noch ein bisschen offen. Beim Unentschieden, ja, aber wenn alle drei unentschieden ist, brauchst du nicht mehr stehen. Oh, jetzt ist eine Stimme mehr. Okay, jetzt ist DuckTales vorne. Jetzt ist, das ist ja interessant. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, cool. Finde ich aber cool. Weil auf DuckTales habe ich nämlich tatsächlich auch richtig Bock. Das ist mir in letzter Zeit noch, also was heißt in letzter Zeit, das ist mir echt kurzfristig noch eingefallen. Ja. Macht der Esel. Das ist echt spannend, ja. Wahrscheinlich werden jetzt tausend Leute noch animiert. Kommt alle in Alex Stream und bitte gebt eure Meinung ab. Geil. Spannende Kiste, ja, muss ich auch sagen. Kann man irgendwo sehen, wie viel insgesamt gestimmt haben? Nee, ne? Also ich sehe das jetzt nicht, wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Weil wir sind ja aktuell nur 12 Leute. Wahrscheinlich haben alle gestimmt. Wobei, in der Liste stehen mehr als 12, sehe ich gerade. Bei mir steht oben angezeigt, es gucken 12 Leute zu, aber in der Liste stehen viel mehr. Ich habe auch gedacht, Frontschweine ist wahrscheinlich weit vorne. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass DuckTales eine Chance hat. Aktuell sieht es nach DuckTales aus. Ja, dann danke, Kati, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Stream wieder oder in den kommenden Videos auf meinem Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich dachte auch, das wird eine größere Entscheidung. Oh, ich bin sehr zufrieden mit DuckTales, wenn das soweit wird. Wenn es das wird. Ja, wahrscheinlich tut sich nicht mehr viel, ne? Also diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben und sich jetzt fragen, worauf warten sie eigentlich jetzt gerade alle? Unter dem Stream ist eine Abstimmung. Wir haben gerade Legend of Grimrock beendet. Das PC-Spiel. Und im nächsten Stream soll anstelle von Legend of Grimrock dann ein neues Spiel starten. Also entweder, also, aber erst wenn Terranigma auch zu Ende ist, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir es nicht heute schaffen. Dann soll halt ein neues Spiel starten und das könnt ihr da unten abstimmen. Drei Spiele stelle ich zur Auswahl. Und da solltet ihr euch bitte für eins entscheiden, auf das ihr im nächsten Stream dann Lust habt. Tschüss! Ich hole mal schnell Kaffee und M&Ms, damit ich dann für die Auslosung bereit bin. Bis gleich. Ja, die kommt ja auch bald. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist voll geil, so eine Live-Auslosung jetzt praktisch im Stream. Und nach der Auslosung wird natürlich auch Terranigma gespielt. Keine Sorge. Es wird jetzt kein reiner Fußballabend werden. Ich will ja nicht alle langweilen. Krog vor Frontschweine. Tatsächlich. Frontschweine jetzt auf dem letzten Platz. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe echt gedacht, Frontschweine, ach, das wird sowieso ein Selbstläufer. Scheißegal, was du da nebenan oder nebenbei noch für Spiele vorschlägst, ne? Aber jetzt tatsächlich Frontschweine auf dem letzten Platz. Zwar minimal, klar. Das ist jetzt kein Riesenunterschied, aber das hätte ich nur nicht am allerwenigsten erwartet. Und jetzt führt Krog. Okay. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird's interessant. Jetzt gewinnt Krog. Boah. Es sind auch gerade ein paar neue Leute dazugekommen, sehe ich gerade. Wir sind wieder ein paar mehr Zuschauer.
Ist das Hammer. Das ist ja der Hammer. Schatz, hast du. Also Schatz ist gerade weg, ne? Hattest du eigentlich C hier erreicht? Jetzt sieht's nach Krog aus, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Das wundert dich nicht? Okay. Weißt du was, was ich nicht weiß? Ja, ich sag mal so, ich schätze vom Schwierigkeitsgrad her tatsächlich Krog am schwierigsten ein. Okay. Krog hat noch mehr zugenommen. Ja, natürlich darfst du voten. Jeder darf voten. Jeder darf voten. Gar kein Problem. Es, ja, jetzt hat Frontschweine verkackt. Und Krog geht bald auf die 50% zu. Ich drehe am Teller. Oh, jetzt hat DuckTales wieder ein bisschen... Das ist ja geil. Darf man sich eigentlich im Nachhinein umentscheiden? Weil ich gerade die Vermutung habe, viele merken, Frontschweine wird's eh nicht und ich entscheide mich um. Ist das möglich? Könnt ihr euch umentscheiden? Ich weiß es nicht. Das ist ja sau interessant gerade. Das ist ja richtig, richtig interessant. Jetzt bin ich dezent traurig, Sabina. Das ist ja krass, was da abgeht. Das ist richtig krass. Ach, man kann sich gar... Ach, umentscheiden geht nicht. Das ist ja interessant. Geil. Mich auch nicht. Ich hätte echt gedacht, Frontschweine gewinnt Haus hoch und Krog wird der Letzte. Und jetzt ist es genau andersrum. Das ist ja super. Also, was heißt super? Ich finde es interessant. Das heißt ja nicht, dass DuckTales nie kommen wird. Es ist ja halt nur eure Entscheidung, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich richte mich gern danach. Ich habe Krog lange nicht mehr gespielt. Also DuckTales und Krog sind halt zwei Jump'n'Run-Spiele. Das eine ist ein bisschen neuer, das eine ist ein bisschen älter. Und Frontschweine ist halt so ein, ja, ein besseres Worms in 3D. Ja, ja, klar. Du bist ja dabei, Lars. Du wirst ja dann dabei sein, denke ich mal. Und ich lasse mich jetzt nicht auf 100% festnageln bei Krog, aber ich versuch's natürlich. Ja, Destiny, unter dem Stream kannst du wohl... Oh, es wird doch wieder spannend. DuckTales und Krog sind wieder gleich auf. Ey, das ist ja... Das ist ja geil. Und ich finde das super... Ich finde das so super, dass das so unerwartet ist, weil Frontschweine auf dem letzten, da hat doch keine Sau mit gerechnet. Ich am wenigsten. Vor allem vorhin, bevor ich noch gesagt habe, dass das als Auswahlmöglichkeit da ist, haben alle noch gesagt, oh komm, Frontschweine im Stream wäre saugeil, das wäre toll. Und jetzt, ja, verkackt Frontschweine gerade. Ich versuche Leute zu mobilisieren. Ja, bitte. Kampf, macht ruhig. Wie ihr wollt. Meine zwei Lieblinge rennen gegeneinander. Ja. Ist ja super. Was ist eigentlich mit Dave? Der sagt überhaupt nichts. Ist er überhaupt noch da? Hat er abgestimmt? Also ich freue mich auf jede... Ja, wenn ich auf irgendein Spiel keinen Bock hätte, hätte ich es nicht zur Auswahl gestellt. Ich habe jetzt wirklich drei Spiele angeboten, wo ich gedacht habe, ja, da habe ich Bock drauf. Oh, jetzt ist Krog wieder vorne. Dave. Ja, ja, ich lass ihn, keine Sorge, ich lass ihn. Ich werde die Abstimmung dann schließen, denke ich, wenn wir Terranigma starten. Und das wird irgendwann nach der DFB-Pokal-Auslosung sein. Und die ist in 20 Minuten. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, alles gut. Ja, nicht bis ganz zum Schluss. Also bis zum Beginn von Terranigma lasse ich es noch offen. Auf jeden Fall eine spannende Kiste, das muss ich schon sagen. Rick ist ja auch weg, sehe ich gerade. Und vielleicht kommt ja die Vanessa nachher noch vorbei sogar, wer weiß. Die Princess Bandicoot. Die könnte ja auch noch eine Stimme abgeben. Rimnir ist ja auch nicht da, fällt mir ein. Ich weiß ja nicht, ob der vielleicht da vorbeischneit. Der könnte ja auch noch eine Stimme abgeben.
Also ihr könnt ja vielleicht noch ein paar Leute mobilisieren. Wenn einer zufällig Kontakt von Rimnir hat oder von Vanessa oder von Rick. Habe ich zufällig von allen dreien, aber ich will jetzt nicht. Ihr sollt ja überlegen. Bad Nessie, genau. Ja, genau. Vielleicht animiert ihn das. Wo ist Vanessa? Ich weiß nicht, Vanessa hatte mir, glaube ich, auch geschrieben, dass sie eventuell keine Zeit hat. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht hat sie einfach kurz Zeit zum Reinschneiden und zum Voten und wieder weggehen. Längster fehlt... Ja, Längster ist ja kein Standardgast. Ich freue mich immer sehr, wenn der Längster dabei ist, aber... Gut, der kann ja auch nicht immer. Der Ex-Lord, genau. Den Lord hat er abgehängt, ja. Er ist nicht mehr adlig. Stiefmutti kann heute nicht, die ist nicht zu Hause, habe ich gehört. Ui, Krog nimmt zu. Es reagiert darauf, also das Dave. Okay. Dave kommt auch gleich. Ich vermute, Dave wird tatsächlich für Frontschweine tippen. Meine Vermutung. Auch wenn das nicht mehr viel bringt. Ja, ich glaube... Ja, hi Dave, da ist er wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, was Dave tippen wird. Mal gucken, ob ich gleich eine Veränderung sehe. Ich glaube nicht, dass Dave für Krog stimmt. Oh, Dave schwankt tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay. Ich gucke jetzt gerade auf die Prozente, weil wahrscheinlich ist das die nächste Veränderung wird Dave sein. Das ist echt eine spannende Geschichte hier. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so eine knappe Kiste wird. Und das Witzige ist, dass der, also den ich als Favorit gesehen habe, echt, der kackt ab. Das ist echt lustig. Du hast freie Auswahl, aber entscheide richtig. Choose wisely. Ja, gerade beendet. Der Dave hat überhaupt nicht aufgepasst. Weißt du, der lockt sich in den Stream ein und haut dann ab. So mag ich das. Naja. Ja. Und dann muss er auch noch gerufen werden zur Abstimmung. Mhm. Hab mal grob durchgerechnet. Es müssten jetzt theoretisch 12 Leute abgestimmt haben. Okay. Hat David jetzt schon getippt? Ich habe noch keine Veränderung wahrgenommen. Dave, hast du schon? Ich habe noch keine Veränderung gesehen. Resi 7 steht auch zur Auswahl, aber das ist der Nachfolger von The Evil Within. Da biete ich auch 3 Stück an, aber das voten wir wirklich erst ab, wenn The Evil Within durch ist. Da habe ich auch schon 3 Spiele im Hinterkopf. Ja, war schön, das stimmt. Der Thingstream war cool. Jetzt hat er abgestimmt und ich sag doch, ich habe doch gesagt, Dave stimmt für Frontschweine. Das war mir klar. Ja, ist zwar jetzt ein bisschen knapper geworden, aber trotzdem ist Frontschweine immer noch ganz hinten. Oh! Jetzt hat aber noch einer bei DuckTales gerade draufgelegt. Wer auch immer das war. Also es bleibt spannend. Das ist schade, dass man das jetzt gar nicht im Warte mal. Krieg ich das eben schnell hin? Kleine Momentale. Ups, ich versuche mal eben was. Ich bereite mal eben was vor. So, pass mal auf. So. Da. Ich hab was vorbereitet. So. So. Dann
haben die Leute, die den Stream gucken, auch was davon. So. Die Duschte. Ja, ich habe mich verschrieben und ich kann es jetzt im Nachhinein leider nicht mehr korrigieren, weil sonst müsste man das ganze Voting nochmal neu machen. Oh, sie... Eieiei, jetzt ist schon wieder so eine knappe Kiste hier. Verdammt. Oh, das ist übrigens gerade die Musik von Xenon 2. Sehr, sehr geiles Amiga-Spiel. Professioneller Alex ist professioneller. Ja, ich habe so einen Geistesblitz gerade gehabt, ne? Also oben rechts die drei Punkte anklicken und dann gepostete Bilder, die letzten drei. Ja. Krok! Ah, Duschtails. Aber mit Frontschweine... Ja, das wundert mich ehrlich gesagt auch mit Frontschweine. Hätte ich nicht gedacht. So, wenn es denn... Oh, Krok nimmt wieder zu. Ist das eine spannende Kiste. Also wenn es wirklich auf ein Unentschieden hinauslaufen sollte... Ja, okay, dann können wir nochmal ein Stechen machen. Aber dann erst, weiß ich nicht, nächstes Mal. Weil wir spielen ja nächstes Mal eh noch Terranigma. Oder ich entscheide dann selbst. Mal gucken. Die Freiheit nehme ich mir dann. Ich will lieber Frontschweine... Oh, geht schon wieder. Ich will lieber Frontschweine Remake. Mhm. Remake wäre auch cool. Ach, ein Dave. Genau, ich spiele beide Spiele. Das ist auch eine Idee. Ich spiele beide Spiele gleichzeitig. Das ist eine coole Idee. Bam, bada, 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 bam. Übrigens, der Regio Mac ist gerade zu uns gestoßen. Da haben wir wieder jemanden, der abstimmen könnte. Wenn er denn will. Aber ja, aus gegebenem Anlass. Sag ich mal eben, wer alles dabei ist. Die Asch Zaha, die Steffi, der Dave Dern TV, der DTM, der DTM in Formel 1, Phil, die Sternenblut Marion, der Viper Fan Lars 91, Larix Little Horror Show ist dabei, Blood God Ramon, Ina Bendikut, Medi, Ivy, Sibylle, Platin Keks, Regio Mac ist dabei, Robert Krüger, der Scarfon, der Stalos, die Shannon und der Zipit. Ja, das macht ja nichts. Das ist ja nicht das Problem. Alex, große Überraschung, spielt Alex dann, um uns zu... nee, keine Sorge. Jersey Devil werde ich mit Sicherheit nicht spielen. Nee, ich mache schon nach jedem Spiel neues Voting, weil die Stimmung und die Laune kann sich ja dann bis dahin geändert haben. Ich bin ja mit dem Spiel einige Streams meistens beschäftigt. Und dann kann man ja immer noch wieder Bock auf was anderes haben. Deswegen, ich mache dann schon eine neue Abstimmung. Alles klar. Hau rein, Dave, und danke fürs Abstimmen, ne? Ein Fehler in der Matrix, genau. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon fast mit Sicherheit sagen, dass Frontschweine aus dem Rennen ist. Also das wird sich zwischen DuckTales und Croc entscheiden. Es ist auf jeden Fall spannend. Das kann man nicht anders sagen. Schön, Dave. Möglich. Na gut, muss nichts heißen. Ein oder zwei haben abgestimmt und sind dann aufgegangen, aber ich bin da immer vorsichtig, wenn die Stimmen langsam reintröpfeln. Ja. Oh, DuckTales ist vorne. Vielleicht hätte ich nicht die blaue und die rote Pille nehmen sollen. Gut. Gut. Ja. Ich würde sagen, das wird wieder spannend. Das ist echt eine knappe Geschichte. Also ich bin für alles offen. Mir soll es recht sein. Ich habe auf alles drei Bock. Das ist eine coole Sache. Gefällt mir gerade richtig gut. Und oh, in 9 Minuten ist DFB-Pokal-Auslosung. Bin ich auch sehr gespannt. Die werden wir natürlich noch gemeinsam abwarten. Und danach werden wir dann Terranigma spielen.
Dann passt das ja doch ganz gut an Laberpause. Und wir haben Legend of Runeterra durchgespockt. Alles gut. Ich bin für alles offen, richtig? Ja. Weil es immer so hin und her geht und immer ein paar Minuten. Deswegen bin ich etwas misstrauisch. Nö, alles gut. Darfst du gerne sein. 60% Unterschied. Ach so, ja. Mhm. Ach ja, Prost da draußen. Irgendwas hat sich gerade wieder in der... Da ist jemand dazugekommen, der heißt... oh Gott, ich kann den Namen nicht lesen. Bullis... Ja, hm? Herzlich willkommen auf jeden Fall. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Ich dachte, es soll erst Bullseye heißen, aber nein, Bulle ist... Ich weiß jetzt nicht, was es bedeuten soll. Aber ich heiße dich trotzdem herzlich willkommen. Wieso ist eigentlich keine Musik mehr da? Doch, die ist sehr leise. Resident Evil 3, es war sehr ruhig. Oh Gott. Ja, das ist auch... Die ist okay. Ich sehe den gar nicht bei den Zuschauern. Ja, bei mir... Nee, jetzt ist er weg. Tatsächlich. Dafür haben wir jetzt Smash Cash 534 da. Stopp, ich habe aufgepasst. Was denn? Was ist los? Es lockt sich immer jemand ein, gibt eine Stimme ab und lockt sich aus. Ja. Gewitter? Oh, ich hätte auch gern Gewitter. Ja, dann ciao, Helena. Ja. Danke, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Okay. Ja, aber es ist ja nicht verboten. Eine Frontschweinerei, ja. Ja, der ist jetzt auch weg. Also eben war einer Bullis irgendwie. Jetzt ist wieder ein neuer dabei. Bandicoot Bob. Bandicoot Bob ist gerade da. Ja, da weiß ich aber nicht, wie wir jetzt den Dreh reinkriegen sollen. Aber du hast schon recht, es taucht ab und zu einer auf und dann verändert sich was und ist dann wieder weg. Ja, dann muss ich das anders machen. Dann, also ich sehe es schon so, dass Frontschweine hinten liegt auf jeden Fall. Dann müssen wir das so machen, dass ich mich entscheide zwischen DuckTales und Croc. Halte ich für das Sinnvollste. Weil so kann man leider nicht genau sagen, was ist jetzt noch richtig davon und was nicht. Da tut mir dann leid. Also, ich sehe das auf jeden Fall so, dass Frontschweine abgeschlagen ist. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Aber ich werde dann halt beim nächsten Mal entscheiden, ob DuckTales oder Croc. Werdet ihr damit einverstanden, wenn ich das dann entscheiden darf beim nächsten Mal? Weil so kriegen wir da jetzt keinen Dreh rein. Ja, es geht gerade hin und her. Also ich hätte gesagt, Frontschweine ist definitiv raus und die anderen beiden, ja. Partykick, das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Wie ihr wollt. Also wollen wir das so machen, dass ihr jetzt reinschreibt, welches Spiel. Da muss ich mir im Block schnappen. Moment. Dann mache ich das mal eben anders. Dann, Flupp. Okay, dann passt mal auf. Dann hole ich mir jetzt einen Block. Dann bin ich jetzt der Block-Dave. Ha, nein. Warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann werde ich jetzt Liste führen, ja? Ah. Okay.
Ich schreibe jetzt mit. Also. Frontschweine. Dann DuckTales. Und Krog. So, jetzt ist die Frage. Soll ich jetzt die Namen alle dahinter schreiben? Muss ich ja wohl, ne? Okay. Also, Krog. Dann schreibe ich bei Krog jetzt einfach mal Ina hin. Ich hoffe, ich kann mir das nachher zusammentexten. Ina. Al sagt DuckTales. Dann schreibe ich da Al hin. Shannon sagt auch Krog. Ramon sagt DuckTales. So, habe ich jetzt einen überlesen schon da? Nee, das waren jetzt die ersten. So. Ah, Stalos. Stalos sagt auch Krog. So. Ramon habe ich schon. Platinkeks nimmt die Schweine. So. Steffi nimmt auch DuckTales. So. Marion nimmt auch DuckTales. Medi-Ivi nimmt DuckTales. Jetzt wird es aber gerade etwas eindeutig hier. Lars. Zipit habe ich überlesen. Also Lars und Zipit, beide für Krog, okay. Lars und Zipit. So. Okay, dann habe ich die jetzt. Ich sehe gerade, Max Bandicoot ist zu uns gestoßen. Max Bandicoot ist aber auf jeden Fall ein regulärer Zuschauer. Von Max Bandicoot dürfen wir aber noch eine normale Antwort erwarten. Robert Krüger ist für DuckTales. So, Stalos habe ich auch. Stalos hat sich für Krog entschieden. Ja, Lars passt ganz genau auf, dass Krog auch genug Stimmen bekommt. Ich warte gerade auf Rückmeldung von Nessie und Dave. Gut. Und Rick kannst du auch anschreiben, wenn du willst, Schatz. Rick. Und den Langster weiß ich nicht. Ich glaube, der guckt dann eh nicht zu. Max Bandicoot, moin. Richtig. Max Bandicoot, wir machen gerade ein Voting, weil das wurde manipuliert. Und deswegen machen wir das jetzt gerade schriftlich hier. Welches Spiel du als nächstes sehen möchtest. Wir haben Frontschweine, DuckTales Remastered und Krog zur Auswahl. Bitte deine Stimme in den Chat schreiben, damit wir das aufnehmen können, wenn du Lust hast. Du musst natürlich nicht abstimmen, aber du darfst. Ich will nur, dass die Wahl korrekt ist. Alles okay, Lars. Ich bin da ja auch voll bei dir. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir aktuell einen Führenden haben. Max Bandicoot sagt Krog. Wir haben keinen Führenden mehr. Gut, Max Bandicoot sagt Krog. Das ist toll. Das läuft wahrscheinlich jetzt genau auf das gleiche hinaus wie das manipulierte Voting. Und ich darf dann zum Schluss entscheiden. Geil. Okay, gut. Ja. So, wen habe ich denn? Phil, was ist denn mit dir? Phil, bist du noch da? Phil, hast du eine Stimme? Phil, hast du eine Stimme? Ist auch eine geile Frage, ne? Es haben Regiomac ist. Regiomac, möchtest du auch abstimmen? Dann bitte schreib in den Chat. Also Regiomac und Phil haben noch nicht sich geäußert. Wenn sie denn was sagen wollen, dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt. Ja, mir ist es auch egal. Ich mag auch alle drei Spiele. Wenn ich jetzt die Abstimmung hier beende bei. Rick wurde auch angeschrieben. Wenn ich jetzt hier die Abstimmung bei Smash Cast beende, steht die da weiterhin? Also könnt ihr sehen, was dann da abgestimmt wurde, oder ist die dann einfach ganz weg? Weil ich abstimmen braucht ja eigentlich keiner mehr, aber. Ich suche meine Stimme wie du damals. Mhm. Der ist nicht schlecht. Rick nimmt die Frontschweine. Ich danke dir. Ein Gnadenpunkt für die Frontschweine. So.
Und Phil ist unentschlossen. Es ist 22.15 Uhr. Ja, ich glaube, die Steffi weiß das und wird bestimmt gleich Obacht halten und uns informieren, was die ersten Paarungen sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen Bremen spielen darf, gegen wen Hamburg spielen muss. Schon zwei Stimmen. Was? Platin-Keks hat nur eine. Nein, 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 nein. Ach so, ja, richtig. Ach ja, richtig. Platin-Keks und Rick haben beide für Frontschweine gestimmt. Ihr seid auch die beiden einzigen. Also ich kann ja eine Zwischenmeldung geben. Frontschweine hat zwei Stimmen. DuckTales und Croc jeweils sechs. Macht 14 Zuschauer. Kann hinkommen, weiß ich nicht. Ich selbst gebe meine Stimme erst ganz zum Schluss ab, falls es ein Unentschieden gibt. Genau. Falls es ein Unentschieden gibt, dann wird meine Stimme aussagekräftig sein. Ansonsten enthalte ich mich. So mache ich das. Wie ist das eigentlich ausgegangen, frage ich mich. Dein Wettbewerb, wie ist denn der ausgegangen? Wer hat denn da jetzt gewonnen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Von Shannon habe ich gehört, Shannon wollte Croc. Es wird kein Unentschieden geben, sagt Phil. Gleich geht's los! Sehr schön! Normalerweise müsste ich es jedes Mal... Oh, warte mal, habe ich diesen Jingle noch? Warte mal. Wenn nachher die Auslosung von... Okay, Dave Frontschweine. Da... Ach so, gut. Dave. Rimnir Rules. Rimnir hat gewonnen! Oh, cool! Ich will mal eben kurz was in den Tiefen meines Rechners nachschauen. Ich hatte irgendwo mal so eine Soundfile. Diese hier. Ist das die? Ich muss mal kurz gucken. Das ist nicht das Richtige. So, ich warne euch, es sind verdammt viele Paarungen, die gleich ausgelost werden. Ich habe da kein Problem mit. Okay, tja, hab schon abgestimmt. Rimni hat vier Stimmen, Zipit Vanessa und ich eine Stimme. Ja, ich habe für Lars gestimmt. Ich wollte, dass Lars auch eine Stimme kriegt und ich fand das auch was gut, was Lars gemacht hat. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Das war ja auch Musik. Es ist schon wieder so ruhige Musik hier im Hintergrund. Nimm mal Crash. Dritte Liga. Nee, ich glaube nicht, dass Hamburg da rein will. Ich glaube nicht. Aber lustig wär's. Was war das für eine Abstimmung? Was? Wo? Wie? Was war das für eine Abstimmung? Nochmal. Hä? Schatz, was meinst du jetzt gerade? Ich bin gerade verwirrt. Ich beende jetzt mal die manipulierte Abstimmung, ne? So. Ach so! Das war ein Wettbewerb vom Al. Da konnte... Ja, ich weiß gar nicht genau, worum es ging. Aber man konnte ein Spiel vorstellen. Halbe Stunde Länge oder sowas in der Richtung. Und, ja... Der Gewinner hat dann halt Spiele gewonnen, die Al verlost hat praktisch. Und der zweite und dritte auch. Ich könnte mich mal ein wenig in die Mitte schieben. Nein, könnte ich nicht. Die Kamera geht nicht weiter nach links. Da muss ich mich umsetzen. Da sitze ich aber im Dunkeln. Wer ist Manni und wieso hat er dich... Oh Gott.
Platin-Keks, der ist gar nicht so scheiße, aber trotzdem schlecht. Wer ist Money und wieso hat er die Abstimmung poliert? Stiefmutti fehlt heute. Ja, die ist leider nicht zu Hause. Schatz, sind sie denn schon da bei der... Labern sie noch oder sind sie schon, haben sie schon hingeschaltet zur Auslosung? Nur mal so rein neugierig gefragt. Ich habe leider keinen anderen Jubelruf mehr, ne? Ich habe nur den... Zweite Liebe, Hau ist dabei und... Was habe ich hier noch für tolle Sachen? Genau, ihr könnt nicht mehr. Sie sind schon im Studio und zeigen uralte Videos vom Pokal. Ah ja. Sehr gut. Was würde Oliver Kahn jetzt sagen? Was? Ist leider zu leise, die Sounddatei. Ah ja, genau. Was haben wir denn hier noch? Ich gucke gerade, was ich noch für Scheiße auf dem Rechner so habe. An Soundfiles. Aber ich habe sonst nichts weiter mehr von Hamburg, was schade ist. Na gut. Dann jetzt. Wir brauchen Eier. Genau, wenn Sie wissen, was das heißt. Hm? Ich finde es cool mit der Pokalauslosungsmeldung. Da hast du gut gebastelt. Finde ich schön. Ja, das wäre natürlich gleich eine Menge Paarung, aber Steffi kriegt das hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade werden die Vertreter von Hastedt befragt. Ah ja. Ja, das ist gar nicht so weit weg von hier. Ja, ein bisschen schon, aber... Dort kommt man hin. Ist auf jeden Fall besser als Hamburg, der Verein. Ich muss noch kurz auf eine Stimme warten. Ja. Ich achte mal so drauf, wer denn immer so im Chat ist, ob da irgendeiner... Ja, Phil hat sich jetzt immer noch nicht entschieden. Ne? Phil, willst du eigentlich nicht dich entscheiden? Willst du dich enthalten absichtlich, oder? Man darfst du ja. Ich wundert mich nur. Scarfon ist übrigens das. Scarfon, falls du dich noch entscheiden willst, fürs nächste Projekt, Frontschweine, DuckTales oder Croc... Du darfst dich entscheiden. Deine Stimme habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Wir machen das jetzt handschriftlich hier, weil das Voting vorhin manipuliert worden ist. Nicht weit weg, sie haben gerade gesagt, dass sie bei ihren Spielen parallel den Jubel aus dem Weserstadion hören. Ah, Luffy nur ein paar hundert Meter vom Weserstadion entfernt. Also der Platz von Hastedt. Ah ja, guck an, Süße. Ich bekam eben die Meldung des Alex Street. Das ist aber echt sehr schnell, die Meldung. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin begeistert. Stimme von Reggio Mac, Croc. Okay. Stimmt das auch? Weil Reggio Mac ist ja selbst im Stream. Also darf auch selbst stimmen. Stimmt das auch, Ina? Oder denkst du dir das jetzt gerade aus? Weil Reggio Mac könnte ja für sich selbst sprechen. Ich sag's ja nur. Warum, ne? Bevor ich das jetzt offiziell niederschreibe, frage ich halt nur mal, ob das okay ist. Na, ich kann ja auch reinschreiben. Lars stimmt für Resident Evil. Das kann jeder schreiben.
Na gut, dann glaube ich das mal. Dann glaube ich das mal. Also, Reggio Mac. Krok. So. Cepit hat auch für Krok abgestimmt. Das ist korrekt, ja. Steht hier. Ich glaube, ich werde mir noch einen Tee einschenken. Von Nessie noch leider keine Meldung. Ich weiß nicht genau, wo die ist und was sie macht. Oh, los geht's. Okay. Es wird spannend. Die Pokalauslosung beginnt. Gewinne, 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 gewinne. Bei uns darf gelacht werden. Jawohl. Jawohl. Ein Spaß für die ganze Familie. Da muss ich an diesen einen so einen Losbudenverkäufer denken. Ich war vor ein paar Jahren, war ich auf dem Bremer Freimarkt, da war so ein Losbudenverkäufer. So ein älterer Herr. Und der hat so eine Scheiße gelabert. Das war so schlimm, was er da alles erzählt hat. Ich weiß nicht, bei uns gibt es ganz tolle Preise. Aber so ganz doof gesagt. Und dann, komm, komm, grabbeln Sie mal. Wo ich denke, ja, nein, möchte ich nicht. Okay, SV Links gegen FC Nürnberg. Wer auch immer der SV Links ist, keine Ahnung. Es ist sehr interessant. Okay, der SV Links. Hat er wirklich Losbuden verkauft? Nein, nein. Er hat Lose verkauft. Mensch, Platin-Keks, du hast heute deinen lustigen, kann das sein? Er hat Losbuden verkauft, ja. Drei Stück. Der Bruder vom FC rechts. Wahrscheinlich, ja. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Was für ein Vereinsname. Ich weiß doch gar nicht, aus welcher Region die sind. Er ist voll links. Meistens hat Bremen das Glück, dass die ganz zum Schluss ausgelost werden. Also Bremen kriegt meistens das allerletzte Los ab, wenn kaum noch was im Pott ist. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch diesmal ganz schnell einen zugeteilt. Ich bin eigentlich fast mit allem zufrieden. Nur nicht gegen irgendwelche Clubs kriegen wir, die schon mal rausgeflogen sind. Gegen Lotte, Saarbrücken, Heidenheim. Alles so Kandidaten, die uns gerne rausschießen. Oh! SVW in Wiesbaden gegen St. Pauli. Ui. Ja. Da kann Pauli sich schon mal anziehen. Warm. Tun. Und links liegt in der Nähe von Kehl am Rhein, glaube ich. Aha. Links. Naja gut. Darf ja. So, wie gesagt, nach der Pokalauslosung werden wir dann auch mit Terranigma anfangen. Ich will euch ja nicht Ewigkeiten langweilen, aber mich interessiert das jetzt gerade schon so ein bisschen. Da müsst ihr jetzt durch und danach wird Terranigma gezockt. Vielleicht kommen wir da auch ganz gut weiter heute, wir werden es sehen. Interessante Geschichte auf jeden Fall hier. Aha, SV Rödinghausen gegen SG Dynamo Dresden. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo! Ja. Bin gespannt, was da noch so kommt. Das ist ein sehr, sehr cooler Stream. Mir gefällt das gerade sehr gut mit der Live-Pokalauslosung. Und ihr könnt nebenbei noch mit mir quatschen. Ist das nicht toll? Ihr könnt live sehen, wie ich mich über die Pokalauslosung freue. Toll. Links ist ein Stadtteil von Rheinau in Baden-Württemberg. Ah, okay. Baden-Württemberg.
Phil hat sich übrigens immer noch nicht geäußert, ne? Dann ist er so. Ich warte gerade noch auf neue Nachrichten, aber es passiert gerade nichts. Lassen die sich gerade so viel... Ach so, wahrscheinlich haben sie gerade nach Rödinghausen geschaltet. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt. Das ist doch ein Zweitliga-Duell. Magdeburg ist doch aufgestiegen in die zweite Liga. Und Darmstadt ist wieder abgestiegen, ne? Na gut, dann ist... Ja, dann müsste... Hä? Ist das nicht beides zweite Liga? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich dachte, das wäre beides zweite Liga. Magdeburg. Genau, ja. Die Stimme, die Ina für mich geschrieben hat, ist okay. Hab ich ihr so geschrieben. Alles klar, gut, danke. Ich habe das ja auch nicht wirklich angezweifelt. Ich meine nur, ne, man muss ja mal nachfragen. Okay, FC Lokomotive Stendal gegen Arminia Bielefeld. Den Ort, den es gar nicht gibt. Ich warte auf Werder Bremen. Eine spannende Geschichte. DFB. Ich könnte eigentlich den Streamtitel ändern. DFB-Pokalauslosung. Nee. Mal gucken. Ich könnte natürlich parallel schon anfangen mit Terranigma. Oh! Erntebrück gegen HSV. Oha. Eieiei. Erntebrück. Ja, ich glaube, das könnte Hamburg vielleicht schaffen, wenn sie Glück haben. Ich glaube, ich müsste einmal ganz kurz den Stream unterbrechen, um eine Pause, um einmal die Dateien zu sichern. Aber dann würde ich gleich wieder online kommen, dann kommen wir vielleicht noch ein bisschen bei Terranigma voran, wenn das in Ordnung ist. Aber die Pokalauslosung geht dann ja gleich während des Spiels dann weiter, ne? Okay, dann würde ich mal eben kurz umswitchen hier. Aber wie gesagt, ich bin dann gleich wieder da. Also nicht weglaufen. Und Pokalauslosung geht natürlich dann auch gleich weiter. Dauert nicht lange. Vielleicht eine Minute und dann bin ich wieder da. Bis gleich.